Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich dir ein paar Lapdance-Moves, so wie du ihn richtig schön ins Schwitzen bringst. Legen wir gleich los. Also wichtig ist, dass du beachtest, auf dem Stuhl sitzt natürlich ein Mann. Der soll aber am besten die Beine ein bisschen weiter auseinander haben, damit man nicht zerquetscht, wenn man an ihm tanzt. Die Arme zurück und am besten festbinden, damit ihr auch nicht währenddessen stört und rumfummelt, sondern wirklich du dein Choreo durchführen kannst, okay? Wir fangen hier an die Seite, vor ihm an, oder du kommst von der Seite, machst Musik an, ganz leise, und du läufst nach vorne zu ihm. Eins, zwei, drei. An die Seite kommen, Bein nach oben, draufstellen, und wichtig ist, dass du zwischen die Beine kommst, nicht zu weit oben, wirklich hier schön an der Kante, falls du noch irgendwie Kinder haben willst, wäre das nicht so sinnvoll, und Hüfte kreisen. Eins, zwei, drei. Es ist okay, wenn du richtig schön nah an ihm gehst, das ist ja wie so ein Private Dance, ne? Er muss ja auch spüren, dass du da bist. Zwei, drei. Dann streck das Bein nach vorne raus, runter und ganz, ganz vorsichtig auf ihn draufsetzen. Okay? Du umarmst ihn von den Händen hier an Schulterblätter. Jetzt kannst du dich gerne auf dem Stuhl halten zum Üben. Und ganz wichtig ist, du drückst das Becken nach vorne, schön weit vor. Und in Hohlkreuz gehen, Kopf nach hinten schmeißen, Brüste ausdrücken, ja, damit ihr schönen Anblick hat. Wichtig ist natürlich hier, dass du nicht so nach hinten gehst, sonst kippst du um und der auch noch mit. Ja? So Becken nach vorne schiebst, großen Bogen, Brüste raus. Und beim Hochkommen kreist du die Schulterblätter nach vorne. Kannst ruhig schön nah gehen, er soll auch spüren, dass du eine Frau bist. Nochmal von vorne, einmal aufstehen. Und 5, 6, 7, langsam laufen. 1, 2, 3, 4. Hand auf Schulterblatt, Bein nach vorne. Und 1, 2. Schön langsam und genussvoll. Und streck das Bein nach vorne und ganz vorsichtig drüber steigen. Becken nach vorne, Arme und Kopf nach hinten, Brüste rausdrücken und langsam hoch. 4, 3, 2. Einer. Ruhig schön eng rangehen. Das machen wir nochmal, okay? Weil da ist sehr viel zu beachten. Und ich würde dir empfehlen, dass du das erstmal an eine Freundin übst, bis du ihn vielleicht umbringst beim ersten Mal. 5, 6, 7, 8. Und 1, 2, 3, 4. Oben drauf. Und 3, 2, 1. Bein strecken und hinsetzen. Und zurück. Und hoch. Hoch, hoch, hoch. Sehr schön. Gut, dann machen wir da gleich direkt weiter. Du bist hier und machst einen Kopfkreis bzw. Oberkörperkreis. Hier bleibst du schön eng, um zu schauen, ob da schon mal was passiert ist. Becken nach vorne, seit, rück, rück, nach vorne. Nochmal, seit und ein großer Kreis. Sehr schön. Hände an ihm entlang am Oberkörper. Ja, aber nicht so kalt, schön in Fluss. Jetzt brauchen wir das natürlich nicht, aber dann schon. Die Hände kommen auf dem Oberschenkel drauf und schiebst den Po nach hinten ein bisschen. Dann die Füße und aufstehen, raus. Okay, nochmal hinsetzen, das üben wir nochmal. Du schiebst so nach und nach raus. Also Arme am Oberkörper entlang, auf die Oberschenkel drauf. Füße, Po, Füße. Und aufstehen. Sehr gut. Kopf nach unten und zwischen seine Beine und einmal am Oberkörper entlang ablegen. Als würdest du an ein Eis schlecken. Nicht in echt, aber von der Bewegung von unten nach oben. Von hier tief zwischen die Beine und hoch, hoch, hoch und hoch. Okay? Von vorne. Wir machen das ein paar Mal, kein Stress. 5, 6, 7. Achtung, 1, 2, 3, 4, oben drauf. Und 3, 2, 1, Bein strecken, tief und langsam ablegen. Becken vor, Hände zurücklehnen und langsam hoch, 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 hoch. Hände, Po, Füße und raus. Kopf zwischen die Beine und langsam aufstehen, aufstehen. Sehr gut. Nochmal. 5, 6, 7, 8 und 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Hüfte, Hüfte, Hüfte. Strecken und absetzen. Zurücklehnen. Hoch, hoch, hoch. Großer Kreis. Hände rausrutschen. Füße rausrutschen zwischen die Beine und langsam hochkommen. Ich mache das einmal in deine Richtung und dann machen wir weiter, okay? 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, Bein drauf und Hüfte kreisen. Genau. Bein strecken, hinsetzen. Becken vor. Zurücklehnen und langsam genussvoll die Brüste rausdrücken. Kopfkreis und Arme zurück rausrutschen. Füße rausrutschen, Kopf zwischen die Beine und hochkommen. Sehr schön. Gut, dann machen wir hier weiter. Wenn du vor ihm stehst, kommen hier Hüftkreise. 1, 2, 3, 4. Und normalerweise baue ich hier Ausziehen aus. Also du kannst ja auch was drunter anhaben, muss ja nicht so viel sein, was du ausziehst. Aber sonst könntest du locker ein Oberteil ausziehen oder ein Jäckchen, was du drüber hast. 5, 6, 7, 8 oder ganz normal nur die Hüftkreise. 2 und viertes Mal. Okay, das Ganze machen wir nochmal zusammen. Ich drehe den Stuhl wieder seitlich, dann siehst du es besser. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und Bein drauf und Hüfte. Schön genussvoll, bloß keine Hektik verbreiten. Bein strecken, hinsetzen, zurück und langsam hochkommen. Kreis, Kreis rum. Sehr schön. Und Hände, Po, Füße raus. Durchtauchen. Und 4, 3, 2, 1. Hier wird dein Ausziehen-Partner. Los geht's. 5, 6, wie versprochen, wir machen das paar Mal. Und Schritt, 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 Schritt. Oben drauf. Damit du die Bewegung auch schön geübt hast, weil es ist doch ein bisschen ungewohnt, an jemanden zu tanzen. Da muss man jeden Schritt beachten. Und hoch, 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 hoch und Kreis, 6, 7, 8, Hände, Po, Füße, Po und durchtauchen und ausziehen oder ganz wild die Hüfte kreisen. Sehr schön. Gut, ein letztes Mal noch und dann gehen wir wieder ein Stückchen weiter, okay? 5, 6, 7, 8. Ich versuche jetzt nicht so viel die Schritte anzusagen, damit du dir das vielleicht selber merken kannst. Genau. Du weißt ganz genau, was kommt. Mach das ein bisschen genussvoll. Oft kann man auch gar nicht zuschauen bei der Bewegung, wenn man sich richtig hingibt. Und durchtauchen. Und die letzte, ausziehen. 4 Hüftkreise. Sehr gut. Von hier, nachdem du die 4 Hüftkreise gemacht hast, schließt du das hintere Bein nach vorne und du läufst einfach nur an die Seite mit 2 Schritten. Also er sitzt drauf, der Po ist im Blick, ja? Nachher drehe ich mich nochmal um, dass du das dir vorstellen kannst. Er sitzt ja noch drauf, schaut zu dir und jetzt läufst du an ihm vorbei und er bekommt bestimmt schon Angst, dass du wegrennen könntest. Das machen wir natürlich nicht. Genau, kommst an die Seite. Du musst schauen, dass du gleich zu ihm schaust, am Öffnen und auf seinen Schoß absetzen, ihn umarmen. Wichtig ist, dass du hier mittig am Stuhl ankommst. Du wirst so zwischen den Oberschenkel dann reinfallen und ziehst die Beine nach oben, Brustkorb raus. Diese Figur heißt Sektglas. Du sitzt in einem Sektglas. Ich zeige es dir gleich von der Seite. Und Beine strecken, strecken, strecken und du flirtest so ein bisschen mit ihm und nach vorne kommen. Dreh mal den Stuhl um, damit du das besser sehen kannst. Also, wir sind hier an die Seite gelaufen zu ihm. Öffnen, tief hinsetzen, Beine hoch und 1, 2, 3, 4. Jetzt schaust du natürlich zu mir, nachher zu ihm schauen, nur mit ihm flirten, weil er ist der wichtigste Person gerade, ja? Nochmal,
Du stehst vorm Stuhl und läufst an die Seite nach rechts. Eins, zwei, drei, vier. Hinsetzen, umarmen. Und eins, zwei, drei, vier. Nach vorne kommen. Oberkörper vor. Becken heben, richtig den Po rausstrecken ins Gesicht. Und langsam aufstehen. Okay? Nochmal ab hier. Fünf, sechs, sieben. Nach rechts laufen. Eins, zwei, drei, vier. Hinsetzen und rum. Beine. Eins, zwei, drei, vier. Nach vorne. Brust raus. Schau, dass du hier schön verzögerst. Nach vorne. Becken hoch. Und aufstehen. Über den Po streichen. Sehr gut. Das Ganze machen wir jetzt wieder von der Seite, dass du das komplett mitbekommst. Und natürlich von vorne. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier. Und Bein drauf. Drei, zwei, ein. Bein strecken. Und absetzen. Sehr schön. Zurück. Du weißt, was kommt. Kreis. Ja. Und Arme. Zurück, Füße rausrutschen, zwischen die Beine durch und eins, ausziehen, zwei, drei, vier, laufen, eins, zwei, drei, vier und zu ihm schauen, umarmen, Sektglas, eins, zwei, drei, vier, nach vorne, Brust raus und Po und nach oben kommen. Eine ganz Kleinigkeit noch, weil wenn man nur mit Stuhl übt, vergisst man das sehr gerne, dass dann tatsächlich jemand sitzt und du umarmst ihn. Und beim Rauskommen ist es wichtig, dass du ihn nicht hier erwürgst, sondern Arm locker nach hinten fallen lässt und dann eng am Körper und hochkommen. Vertrau mir, da musst du ein bisschen drauf achten, sonst fängt er an zu heulen oder läuft weg, weil er Angst bekommt, weil du ihn erwürgt hast. Also schön zur Seite, nah am Körper und dann hochkommen. Okay, fünf, sechs, sieben, acht und eins, zwei, drei, vier und hoch und drei, zwei, genieß die Bewegung, ein, Bein strecken und hinsetzen, zurück und hoch, Kreis und rausrutschen und voraus und Welle und drei, zwei, einer und laufen, 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 hinsetzen, Bein hoch und ein, Bein, 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 denk dran, Arm nach hinten, eng am Körper, vor, Po rausstrecken und genussvoll nach oben, sehr gut, super, wir machen es nochmal, fünf, sechs, sieben, acht und eins, zwei, drei, vier, Hand drauf. Und nach oben, Hüfte. Sehr gut. Super. Und strecken. Langsam absetzen. Langsam öffnen. Und rum. Puh. Hände, Po, Füße und Po. Er sollte auf jeden Fall mehr schwitzen als du, wenn du das richtig machst. Drei, rum, ausziehen. Besonders an diese Stelle und laufen. Hinsetzen, Arm rum und Bein, 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 nach vorne, tief, Po rausstrecken und hochkommen. Komm, ein letztes Mal machen wir noch und ich versuche mal wenig mitzureden, damit du selber denken kannst. Fünf, sechs, sieben, acht und super. Ja, und schöne große Bewegungen. Tanz ihn an. Zurück. Wenn du das einmal vorgetanzt hast, brauchst du zwei Wochen keinen Haushalt mehr zu machen. Ich spreche aus Erfahrung. Ausziehen. Zwei. Einer. Laufen. Hinsetzen. Und Bein. Flirte ruhig mit ihm. Und jetzt nicht erwürgen. Nach vorne. Und aufstehen.
Sehr schön. Setz dich wieder hin, kurz entspannen. Du hast richtig schön fleißig mitgearbeitet. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben und Vorführen. Bis zum nächsten Mal.